Willkommen in unserem kleinen Sushi-Restaurant, wo es nur das Beste vom Besten gibt und zufriedene Kundinnen. Wir machen gleich auf. Aktueller Status, voll aufgeladen und bereit. Was möchtest du tun? Öffnen. Dankeschön. So, nicht gleich wieder so voll der Laden hier, wa? Ich komme nicht hinterher mit sauber machen. So, die Herrschaften wünschen. Wollen wir Blattstufe 1? Kriegen sie. Fischstufe 1 haben wir nicht da. Einen Moment. Jau. Also viel länger warten sie jetzt aber auch nicht. Trotz Deko. Süßigkeit. Haben wir. Nutzfeuer. Mannex. Dankeschön. Das gibt Money, Money. Dip, dip, dip. Blattstufe 1. Auch hier. Wir wollen ja schließlich Geld verdienen. Wir müssen noch mehr kaufen. Gibt's auch. Bitteschön. So, können wir gleich neu laden. Das reicht eh nicht. Das ist wirklich so ein schönes Spiel für zwischendurch. Also da kann man sich nicht beschweren. Und für die 15 Euro, die es kostet, das ist schon vollkommen okay. Also da habe ich für mehr Geld schon deutlich schlechtere Spiele gesehen. Sag ich ganz ehrlich. Einmal eine Stufe 2er hiervon und dann müssen wir einmal neu laden. Hier gibt es einmal Stufe 2 Fisch. Stufe 1 von Blatt haben wir nicht da. Doch. Bitte. Meine Süßigkeit. Da liegt direkt. Einen Moment. Dankeschön. Bitte. Und hier noch einmal. Bitteschön. Wir wollen ja unsere Kunden schließlich glücklich machen. Dim, 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 dim. Ich denke mal, Stufe 4 werden wir hinkriegen. Ja, ja, das sollte klappen. Du kannst gleich neu laden. Komm, eh noch eine neue Gäste. Oha, sollte man auch nicht allzu oft machen. Ich sehe gerade das Akku. Okay, das lädt sich aber auch sehr schnell wieder auf. Kannst sagen. Okay, jetzt haben wir 3 Stück. Stufe 1. Okay, bitte sehr. Fischstufe 1. Bitte sehr. Und noch einmal Fischstufe 2. Schläfrige Gäste. Wenn ein Gast einnickt, drücke Dreieck, um zu hupen und ihn und sie aufzuwecken. Wenn ein Gast zu lange schläft, wacht er verwirrt auf und verlässt das Restaurant. Was? Ja, ich mag den Humor hier im Spiel. Einmal neu laden. So, Süßigkeit haben wir gerade nicht da. Oh Gott. Einen Moment. Danke. Ach, Stufe 2 geht auch, ne? So. Einmal hier. Einmal neu laden. Bitte sehr. Oh, einmal Süßigkeit. Haben wir hier. So, mach sauber hier. Aber man kommt aber auch rein mit der Zeit. Klar, anfangs ist man ein bisschen überfordert, weil man erstmal gucken muss, wo man wie was reagieren muss. Aber irgendwann hat man es drin. Schön. Jo, Stufe 4 haben wir auf jeden Fall erreicht. Ich lege viel Wert auf Sauberkeit. Caparolle ist für mich gemacht. Es ist eine Symphonie für Geschmacksknospen. Und eine kulinarische Offenbarung. 5 Sterne in allen Punkten. Wunderbar. So soll es? Verstehst du, was ich meine? Also, um alles zusammenzufassen. Du kannst an der Werkstatt Einrichtungsgegenstände kaufen, um die Geduld der Gäste zu erhöhen und mehr Geld und Beliebtheit zu verdienen. Vergiss aber nicht, dass die Einrichtungsgegenstände im Restaurant platziert werden müssen, um eine Wirkung zu haben. Sieh jeden Tag in meiner Werkstatt vorbei, um dir die Auswahl anzusehen. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja mehr Auswahl für dich, wenn wir uns erst besser kennenlernen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, deine Freundschaft zu erhöhen. Früchterolle, Geschmack süß. Wann immer dieses Rezept produziert wird, besteht eine Chance, dass die Geschmacksrichtung sich zu Regenbogen ändert. Okay. So, jetzt will ich noch überlegen, was machen wir zuerst? Ich glaube, erstmal ein bisschen so die Wartezeit der Gäste so Kram, damit wir es hier besser in den Griff kriegen. Oder erst die Rezepte verbessern. Nee, ich glaube, wir gehen erstmal
werkstattmäßig, um die Geduld der Gäste so ein bisschen zu erhöhen. Wir gucken da einmal kurz. Das war hier oben, ne? Workshop, war die das? Ja, ne? Ja. So, da kriegen wir mehr Tisch, mehr Gäste, ne? Mal kurz gucken. Ein Tisch, ja. 250, können wir uns eh nicht leisten. Okay, was bringt das Sofa? Hat den Effekt super entspannt. Was bedeutet denn super entspannt? Möbelstücke mit entspannt erhöhen die Geduld deiner Gäste. Das wissen wir ja, aber so, dass sie länger auf ihr Essen warten. Gut, super entspannt ist wahrscheinlich noch besser. Aber 280 können wir uns auch nicht leisten. Das ist wahrscheinlich hier wieder... Ja, ist auch entspannt. Und das Schild? Charmant. Okay, und was macht charmant? Durch Möbelstücke mit Charmant-Effekt bekommst du von jedem Gast in deinem Restaurant mehr Erfahrungspunkte. Ah. Nee, aktuell will ich gar nichts kaufen. Du bist nämlich schon eine teuer Lady. Halt, ich war noch nicht fertig. Ich wollte nicht raus. Jedes meiner Werke ist ein Teil meiner Seele, den ich in etwas Vergessenes und Unbeliebtes gesteckt habe. Alles klar, ich wollte doch nur plaudern. Gut, ich glaube, ich möchte jetzt im Moment aber auch keine Rezepte verbessern. Auch wenn das wahrscheinlich irgendwann notwendig sein wird, aber... Hier hängen genauso viele Stellen frei, wie Stelle gesucht anzeigen. Was für eine nette Stadt. Okay. Bist du hier in dem friedlichen Städtchen Teil eines geheimen Experiments oder sowas? Nein. Ich bin ein lebenswerter Roboter. Du bist für diese altmodische Stadt eine Art Zukunftsbote. Ich glaube, wir machen einfach nochmal auf, um ein bisschen Schotter zu verdienen. Kriegen wir schon hin, damit wir uns bessere Möbelstücke holen können. Voll aufgeladen ist er, glaube ich. Jo, den mach auf. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Außerdem müssen wir immer noch Stufe 5 erreichen, ne? Der Herr wünscht was Süßes aus Stufe 1. Kriegen wir hin. Bitte. Muss man echt darauf achten, dass die Leute nicht einschlafen. Nochmal Süßes Stufe 1. Gut, der kriegt einen Zweier. Bitte sehr. Ich finde das irgendwie voll cool, auch wenn es so ein kleines Spiel ist. So, schon wieder Süßes, Summer. Junge, denk mal unter eine Zähne. Oh, der lädt sich wirklich sehr schnell wieder auf. Das ist gut. Okay, der ist glücklich. Dann werden immer noch mehr Gäste kommen, denke ich. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, dass da oben die Questanzeige verschwindet, wenn man sich bewegt. Aber ansonsten? Okay. Zweimal das. Dreimal das, okay? Hier, kriegst du vor eins, ja? Wollen wir Fisch? Na? Nicht schlafen bei mir, ja? Und nochmal Fisch. Okay, einmal neu laden. Jo, wir machen schon sauber. Danke, hier auch. Sehr schön. Alle Gäste glücklich gemacht. Kommen noch mehr oder war es das mit dem Tag auf? Zumindest haben wir jetzt 330. Das ist schon mal schön. Ah, kommen noch welche. Alles klärchen. Lad mal nur hier, das reicht eh nicht. Dem. Vier sogar, sehr schön. Noch mal den. Zweier Fisch. Komm sofort. Zweier Süßigkeit. Oh Gott, aber immerhin den können wir. Warte mal. Ist halt auch ein bisschen Glückssache, was gerade da ist, ne? So, das hätten wir. Der will auch einen Zweier. Die will noch einmal Fisch. So. Hier können wir, glaube ich, die Süßigkeit abliefern.
So. Ah, mittlerweile haben wir es so einigermaßen gut im Griff. Das war schön. Ich glaube, das waren auch die letzten Gäste. Wir haben alles schnell sauber gemacht. Wir haben einen wachgehupt. Alles perfekt. Jo, kann man nicht meckern. Aber nein, wir haben noch nicht ganz Stufe 5. Wirkt echt beruhigend entspannt. Ich bin beim Essen eingeschlafen. Weckt mich das nächste Mal bei der Hupe. Was? Wir haben doch alle geweckt. Diese Kretons. Schön, dich kennenzulernen, Maya. Ich habe von deinem Vater Cocky schon viel von dir gehört. Hoffentlich nur Gutes. Ich wollte nur vorbeikommen und dir sagen, dass uns nichts entgangen ist, wie sehr du dich anstrengst. Du wirst ganz bestimmt in Rolling Hills viel bewirken. Aber vergiss nicht, dir auch Zeit für Gesellschaft zu nehmen. Wenn du deine Nachbarn besser kennenlernst, können sie dir neue Fähigkeiten beibringen und sogar die Stadt und die Läden verbessern. Und überhaupt ist das Leben doch schöner, wenn man Freunde hat. Komm einfach im Café vorbei, wenn du etwas Hilfe dabei brauchst. Alles klar, jetzt kommt das Café dazu. Googeln wir sofort. Bisschen Geld haben wir ja jetzt auch verdient, also alles wunderbar. Wo war denn das Café hier oben? Gibt es hier eine Karte oder so? Nee, ne? Also eine Bushaltestelle. Das ist das Café. Da, alles klärchen. Wir mal rein hier. Willkommen, willkommen. Selbst so ein fleißiges Bienchen wie dich ist ein ausgewogenes Leben wichtig. Die Sushi-Zubereitung braucht ihre Zeit, aber die Zeit für Freunde sollte dabei nicht zu kurz kommen. Freunde können dir außerdem sehr helfen, zum Beispiel indem sie dir neue Fähigkeiten beibringen und die Stadt und die Läden verbessern. Fangen wir doch mit deinen Nachbarn an, Aman, Vren und Coggy. Okay. Ich hätte nicht erwartet, dass es in so einem kleinen Städtchen so tolles Sushi gibt. Ich habe gehört, hier soll es Geister geben. Natürlich sind das nur Geschichten, aber allein die Vorstellung ist spannend. Ich schätze, das Städtchen ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Vren mag eine harte Schale haben, aber dahinter versteckt sich eine treue und verlässliche Freundin. Ja, wie soll ich denn anfangen? Lerne Aman kennen, Cocky kennen, Vren kennen. Keiner von denen ist hier. Dann gucken wir mal. Wo sind denn die alle? Sag, Karte gibt's hier wohl nicht. Zumindest wüsste ich nicht, wie ich hier auf eine Karte kommen soll. Ach, das sind die Verkäufer. Ach so. Plaudern. Kaffee verbindet. Ja, alles klar. Hi. Was gibt's, Sushibot? Ich würde gerne meine Nachbarn besser kennenlernen. Und vielleicht sogar... Oh, tut mir leid, Sushibot. Können wir das später machen? Ich kann meine Kunden nicht warten lassen. Ja, natürlich. Bis später. Es könnte schwierig werden, mit jemandem so beliebten Freundschaft zu schließen. Naja, auch wir waren ja erstmal kennengelernt. Was heißt hier eigentlich beliebt? Er hat halt Kundschaft, ne? So, das ist mein Restaurant. Das dürfte ja diese Vren in der Werkstatt sein, aber wo ist unser guter Freund, der Bürgermeister? Kaffee verbindet. Hey, Vren, wie läuft's? Alles wie gehabt. Wunderbar. Gibt's einen Grund, warum du hier bist? Ja, aber das kommt mir jetzt albern vor. Okay, also, was machst du jetzt? Ich sollte wohl einfach gehen. Gute Idee. Du bist nicht sicher, wie man mit jemandem näher kommt, der so unnahbar ist. Okay, schön. Okay, wir brauchen aber noch den Bürgermeister. Ich meine, den schon mal irgendwo gesehen zu haben. Die Frage ist, wo? Niemand kommt zur Tür, aber du hörst gedämpfte Geräusche eines alten Films im Fernsehen. Da ist also ein Filmfan. Alles klar? Das sind allgemein nur Häuser, wo wir nicht reinkommen, ne? Du hörst jemanden duschen und dabei laut vor sich hinpfeifen. Auf einem Zettel an der Tür steht, bin bei einer archäologischen Ausgrabung.
Okay. Und hier? Du klopfst an der Tür. Als Antwort hörst du aber nur einen tropfenden Hahn. Auf einem Zettel an der Tür steht: Bin gerade bei einem Schreibseminar im Klopf-Klopf-Witze. Ja, das ist das Café hier. Und hier? Kommen wir hier weiter? Nein? Gut, unser Freund der Bürgermeister ist wo? Das ist unser Restaurant. Das ist ein Gast. Das ist der Laden. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ansehen? Es sieht aus, als wäre dieser Schrein schon sehr lange hier. Okay, das ist ein Schrein, aber den brauchen wir im Moment auch nicht. Ich habe den hier schon irgendwo gesehen, ja. Doch! Kaffee verbindet. Hey, Cocky. Hallöchen, Kleiner. Was führt dich her? Ich lerne meine Nachbarn kennen. In Ordnung, dann schieß los, frag mich was. Ich bin ein offenes Buch. Wunderbar. Würdest du mir was über deine Hobbys erzählen? Himmel, du gehst ja gleich ans Eingemachte. Das ist mir etwas zu persönlich. Leute meiner Generation sind es nicht gewohnt, über so private Sachen zu plaudern. Oh, okay, tut mir leid. Du bist nicht sicher, wie man jemanden näherkommt, der so zugeknöpft ist. Okay, schön. Erzähle Maya, was passiert ist. Jo, wir gehen schon wieder hin. Alles kein Problem. Kriegen wir alles in Ordnung? Hoffe ich. So, Rinder. Dem Kaffee verbindet. Freunde zu finden ist schwerer, als ich dachte. Ach, tut mir leid. Ich hatte früher damit auch Probleme. Aber dann habe ich etwas gefunden, das wirklich hilft. Kaffee. Bei der gemütlichen Atmosphäre, dem Energieschub und dem intensiven Geschmack verfliegt die Verlegenheit ganz schnell. Versuch es doch auch mal. Das erste Kaffeetreffen geht aufs Haus. Sag mal einfach, mit wem du dich auf einen Kaffee treffen möchtest. Und ich übernehme den Rest. Aman, Cocky, Friend, die, man kann sich selbst treffen. Ja, mit wem fangen wir an? Mit dem Aman, ne? Alles klar, einen Augenblick, ich bereite alles vor. Sushi-Bot und Aman haben den Vormittag miteinander verbracht. Vormittags habe ich im Markt nicht viel zu tun. Wir können uns Zeit lassen. Sehr viel Zeit lassen. Was Zutaten angeht, ist meine Devise, je einfacher, desto besser. Ich war nie besonders gut in der Schule, also liegt Einfaches mir besser. Wir sind alle auf unsere eigene Weise klug, aber das wusste ich als Kind noch nicht. Mir kam es nur immer so vor, als wäre für alle anderen alles leichter. Wenn mein Schulzimmer doch nur ein Garten gewesen wäre. Ich stelle mir gern vor, dass ich meinen grünen Daumen von meinem Opa geerbt habe. Und mein Schnurrbart auch. Sushi-Bot hat mit Aman Zeit im Café verbracht und mehr über ihn gelernt. Du hast Aman besser kennengelernt. Nur das Beste im Markt erscheinen ab und zu perfekte Zutaten. Mehr Informationen darüber findest du im Freunde-Menü. Im Markt erscheinen ab und zu perfekte... Achso, haben wir das jetzt freigeschaltet oder wie? Dass da ab und zu mal perfekte Zutaten auftauchen. Okay. Glückwunsch, du hast deinen ersten Freund gefunden. Jetzt hast du den Dreh raus. Du kannst mit Maya im Café sprechen und andere auf einen Kaffee einladen, um sie besser kennenzulernen. Wenn du genug Zeit mit jemandem verbracht hast, erreichst du die nächste Freundschaftsstufe mit dieser Person. Alle freigeschalteten Freundschaftsboni siehst du im Hauptmenü. Freundschaften schließen. Durch deine Freundschaften erfährst du nicht nur mehr über deine Nachbarn, sondern erhältst auch spezielle Upgrades und Fähigkeiten. Verbringe Zeit mit deinen Bekannten, indem du von Maya Erlebnisse im Café organisieren lässt. Unter Freunde im Menü findest du mehr über die Eigenschaften aller Charaktere heraus. Okay, dann gucken wir mal, Freunde. Ja, Stufe 1, 0, 0. Okay, hier können wir sogar mal nachgucken. Stufe 1 habe ich freigeschaltet. Nur das Beste mag erscheinen ab und zu perfekte Zutaten. Wahre Delikatessen wäre Stufe 3, seltene Zutaten und Sofortlieferung.
Du kannst zahlen, um den Markt sofort wieder mit Waren zu füllen. Ah. Hier, Angler, wenn du Blasen im Wasser siehst, drücke X, damit Corki für dich die Angel auswirft. Angelmeister, Corki kann beim Angeln größere und bessere Stücke an Land ziehen. Oder Gourmet, erhöht dauerhaft die Wirkung aller Zutaten. Ja, nice. Und Meier? Dabei hält besser, du kannst zweimal täglich jemanden ins Café einladen. Koffeinschub. Ein Erlebnis im Café verleiht Sushibot einen Temposchub für einen Tag. Und Festmahlmodus. Fügt ein Festmahl zur Speisekarte des Cafés hinzu. Und die gute Vren? Ingestaltung. Fügt Bodenbelege und Tapeten zur Auswahl in der Werkstatt hinzu. Mehr Auswahl. Fügt zwei weitere Plätze für Möbel in der Werkstatt hinzu. Oder Designerladen. Seltene Möbelstück erscheinen in der Werkstatt. Okay, das ist also wirklich wichtig hier. Wollen wir mal kurz was gucken? Können wir denn noch einmal? Kaffee? Welche Erlebnisse darf es sein? Das kostet Geld? Okay, damit können wir zwar unseren Schub da erhöhen, aber... Ja, nicht jetzt. Ich wollte ja noch einmal im Laden gucken bei Vren, ne? Man kann ja nicht alles auf einmal machen. Warte mal, hier sind wir fickiert. Einmal hier lang. Dann machen wir hier Mausfall im Bild, oder was? Nehmen wir den Mausfall weg. Gerade Sorgen. Das ist unser Laden. Wo war denn jetzt die Werkstatt? Doch. Ja. Da wollte ich doch googeln. Raumteiler. Raumteiler hat den Effekt charmant. Charmant war nochmal? Ach, mehr Erfahrungspunkte. Okay, das ist mir jetzt im Moment nicht so wichtig. Vor allen Dingen auch ziemlich teuer. Und hier? Katzenlampe. Elektrisch. Was macht jetzt elektrisch? Durch Möbelstücke mit elektrisch wird die Sushi-Matik schneller wieder aufgeladen. Ah. Okay, im Moment ist das Ding aber schnell genug, ehrlich gesagt. Neon-Schild hat den Effekt elektrisch, auch elektrisch. Okay. Ist jetzt nicht so viel, was hier ist, ne, ehrlich gesagt. Ich würde gerne die Wartezeit noch ein bisschen erhöhen. Okay, gucken wir am nächsten Tag nochmal. Aber wir können allgemein mal kurz gucken. Bei Zutaten, wir hatten ja noch welche. Okay, da haben wir immer noch nichts. Da auch nicht. Okay, dann gucken wir noch einmal im Laden. Pilz und Ei haben wir. Verführerling, ja, ja. Ist auch der Verführerling. Das ist das Ei, was wir haben. Die Gourmet-Makrele können wir aber definitiv einmal mitnehmen. Ja. So, und hier noch einmal gucken. Die können wir auch nochmal gebrauchen. Die haben wir ja nicht mehr. Den können wir nochmal gebrauchen. Das Geld geht hier weg wie warme Semmel, ne? Und das ist Elektrizwiebel. Die haben wir noch gar nicht. Nimm mit. Yep. So, einmal gutes Googeln. Zutaten. Gucke mal. Den haben wir schon auf Stufe 2. Dann versuchen wir, den auch mal auf 2 zu kriegen. Sehr schön. So, dann versuchen wir, den nochmal auf 2 zu kriegen. Und hier versuchen wir, den nochmal auf 2 zu kriegen. Wunderbar. Ei geht immer noch nicht. Pilz geht immer noch nicht. Und die Zwebbel geht aktuell auch nicht. Gut. Ist nicht schlimm. Den würde ich sagen. Wir haben vor heute einiges geschafft. Den müssen wir den Laden wieder öffnen. Zumindest haben wir jetzt bessere Sachen. Beim nächsten Mal kriegen wir eine Stufe 5 finden. Dann bin ich mal gespannt, was kommt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, können wir aktuell einmal am Tag jemanden einladen, um die Freundschaft zu verbessern. Das werden wir auch hinkriegen. Müssen wir darauf achten. Und wir werden uns nach und nach neue Möbel holen. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi! Tell me something I haven't heard before, 'cause I'm ready.